Hier sind wir wieder bei Mario Luigi Brothership. Während wir ein paar Missionen machen, kann das Brothership mal in diese neue Strömung schwimmen. Und ich glaube, auf Capitabora kann man die Goldröhre nicht benutzen. Ja, okay, macht Sinn. Hier ist direkt eine blaue Röhre, die macht fast dasselbe. Wir haben, wie gesagt, ein paar Quests bekommen und... Es ist hier noch eine Blase. Warte mal, ich geh nochmal zurück. Okay. Soll das bedeuten, hier gibt es noch eine Mission, die wir noch nicht angenommen haben? Keine Ahnung, ich sehe auf jeden Fall auf der Karte nichts, falls man es überhaupt auf der Karte sehen kann. Ich weiß nur, unsere größte Quest gerade ist es, zurück nach, ich glaube, Schwanpum zu gehen. Weil dort ja Hamaria lebt. Und der Baugustin möchte sich bei seiner Mutter entschuldigen, dass er sich nie gemeldet hat. Und den Spaß wollen wir uns reinziehen, deshalb kommen wir mit. Ja, ich glaube, sie wohnt weiter oben, also könnte das ein bisschen dauern, bis wir da angekommen sind. Glaube ich. Aha, Mission erfüllt, steht dort. Ja, auf jeden Fall müssen wir da nach oben. Also nehmen wir direkt mal hier die Röhre. Wo sind die? Wollen wir hier? Weil hier oben? Oh, die haben alles schon wieder repariert. Krass, das ging aber schnell. Das ging aber wirklich schnell. Wieder alles, wie es vorher war. Obwohl alles in Trümmern und Asche lag. Na gut. Ich will ja eure Fertigkeiten nicht in Frage stellen. So, ich glaube, ja, badam, badam. Die Strömung wurde erreicht. Ich glaube, wir können jetzt einfach nur hier nach oben lang. Jetzt nach links. Okay. Und dann sind wir schon da. Ah, stimmt, ja, genau. Hier wohnt sie ja. Wir können mal ihren Vorrat ausrauben. Okay, sie hatte nur einen Pilz, aber trotzdem. Und da sind die beiden. Mama, tut mir echt leid, das alles. Hä, wovon redest du? Ich bin nur froh, dass dir nichts passiert ist. Sag bloß, du hast dich hier nicht blicken lassen, weil du dachtest, ich wäre wütend? Naja, irgendwie schon. Oh, seid ihr hier nur, um nach mir zu sehen? Nintendo. Gibt's ja nicht. Das heißt, euch habe ich auch noch Sorgen bereitet. Wartet mal eine Sekunde. Ich habe eine tolle Idee. Hä? Bitte sehr. Zum Dank von mir. Hey, Moment mal. Du hängst doch so an diesem Ding herum. Ein Werkzeug ist zum Nutzen da. Hast du mir doch selbst immer gesagt. Und da ich es nicht nutze, gebe ich es lieber jemanden, der damit was anfangen kann. Ernsthaft? Du standest so hart auf diese Picknickstiefel? Wow. Huiui. Neue Mission. Was bedeutet denn dieses Fragezeichen? Die Arbeit erledigt. Aha. Wellness geht vor. Zielort Dschungelog. Ein Junge möchte Kunsthandwerker werden, würde zu lernen, wie man einen Hammer schwingt. Wer könnte ihn wohl am besten unterrichten? In Schwankum irgendwo ein Typen. Sieh nach dem Hammerjungen. Und hier Zielort Dschungelog. Interessant. Genau, wir müssen auch nach Twisterland. Das werde ich dann irgendwann offscreen machen. Als letzte Mission wahrscheinlich. Ja, gut, wenn wir schon mal hier sind. Dann, ach, da drüben ist er. Jetzt wird er mir auch angezeigt. Wohin wurde er mir nicht angezeigt? Komisch. Wir haben ja gerade Ausrüstung bekommen. Ich schau mal kurz, was das ist. Das sind richtig gute Stiefel. Die machen einiges an Schaden. Und da Mario sowieso der Hammer-Typ ist, würde ich Luigi die Stiefel geben. Dann kann er unser Sprung-Bro sein. Ich denke, das ist so ganz ausgeglichen. Da hat jeder von unseren Bros etwas anderes, was er gut kann. Habe ich hier die richtige Strömung genommen? Verdammt, ich glaube nicht. Obwohl, warte, es kann ja sein, dass das hier noch im Kreis herumgeht. Ja doch, wenn ich hier rüber haffer, dann sieht man das ja auch. Hier ist zwar jetzt noch eine neue Strömung, aber die führt mich wahrscheinlich schon viel weiter Richtung erster Boss. Also erster Area-Boss. Sind wir hier? Fünf Areas. Das wird also noch lange dauern mit diesem Spiel. Aber reden wir erstmal mit ihm. Ah, so gut wie Fabrizia kriege ich das einfach nicht hin. Nintendo. Fabrizia ist meine Heldin. Obwohl sie als Kind total ungeschickt war, hat sie es jetzt voll drauf. Ich bin auch ungeschickt, aber wenn ich weiter trainiere, werde ich auch mal wie Fabrizia. Wenn mir nur endlich mal jemand beibringen würde, wie man einen Hammer richtig verwendet. Ein Herzbonus geben wir dafür. Was ist das denn für ein Item? Hey. Was? Ihr wollt mich das Hämmern lehren?
Bonk. Ah, nochmal, nochmal. Ich war auch mal Mario. Ja, ich... Ha, nochmal. Yep, nochmal. Ja, nochmal. Ha, nochmal. Wow. Na los, Grüne, jetzt auch mal. Denk nicht. Na, ganz okay. Nochmal, Mario, nochmal. Ja. Oh, das reicht, glaube ich. Zu viele Emotionen. Hoch über den Kopf und dann schwingen. Ich hab's. Kapiert. Aufs Schwingen kommt's an. Oh yeah. Danke und ein kleines Dankeschön gibt's auch. Yippie, jetzt hau ich richtig auf die Kakteen. Hoi, hoi, Herzbohle. Griff gesichtet, schön und gut, aber was macht denn die Herzbohne überhaupt? Ist das hier so ein... Nee. Beim neuen Tab mit Bohnen. Oh, nicht schon wieder die Bohnen. Maximale KP steigt um 1. Das ist also diese Bohnen. Die funktionieren auch wieder. Ehrlich gesagt will ich eigentlich von den KP her beide gleich haben. Also bei den Angriffen und alles mögliche kann das ruhig aufgeteilt sein. Der eine kann ruhig besser mit dem Hammer umgehen, der eine mit dem Sprung. Aber ich finde bei Leben, bei KP... Da hätte ich schon lieber ein bisschen ausgeglichener, wenn ich ehrlich bin. So, okay. Wir sind ja endgültig durch diesem Gebiet. Wir müssen ja eigentlich auch gar nicht mehr hin. Nehmen wir mal die Röhre. Und gehen zum Dschungel hoch. Also ich bin jetzt wirklich noch nicht bereit, in die nächste Insel abzubiegen, weil wir ja noch ein paar Missionen machen sollen. Also wirklich sollen. Wenn wir die nicht machen, dann kann es passieren bei manchen Missionen, dass man die nicht mehr machen kann. Und das wäre doof. Aber eine Mission ist ja, dass wir das Fernrohr von unserem Matrosenfreund zurückbringen sollen. Und das wäre noch ziemlich wichtig, denke ich. Ich denke, von all unseren Missionen, die wir gerade haben, wäre das das Wichtigste. Und generell wirkt es auf mich bisher so, als würde es sich lohnen. Stromer, das Fernrohr. Es muss hier irgendwo sein. Vielleicht hat es schon jemand gefunden. Hören wir uns mal um. Ja, das klingt nach keiner so schlechten Idee. Ich glaube, war ich denn hier? Hast du es gefunden? Ein Fernrohr? Nee, sorry, das habe ich nicht gesehen. Dammit. Ja, wir können uns hier generell noch sehr groß umschauen. Hier gibt es einiges zu erkunden noch. Hauptsächlich. Warte, wieder zurückspulen. Hauptsächlich hier vorne direkt. Ja. Also machen wir uns da mal auf den Weg. Aber ich muss natürlich nochmal mit allen reden. Sein Artioskop? Nee, weiß nichts von. Aber wie gesagt, das ist ja wichtig, dass wir trotzdem nochmal mit denen reden und. Hier sind die ersten Blüten. Blam, 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 blam. Bam. Zwei auf einmal. Hier sind generell sehr viele von diesen Lichtern. Obwohl, nein, eigentlich nicht. Hier ist ein einzelner. Obwohl es so viel geleuchtet hat. Seltsam. Okay, ich sehe übrigens gerade. Man sieht, okay, man sieht hier die Insel nicht. Die Insel sieht man wahrscheinlich nur, wenn man auf dem Schiff ist. Okay, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, hier gibt es doch keine Insel, wir müssen weiterziehen, aber nee. Es wurde ja auch vorhin gesagt, Insel in Sicht. Also ja. Geh mal außen rum, Luigi. Please. Oder so, das können wir auch machen. Meinetwegen. Wo geht's hier lang, Map? Da wäre der 3, das ist nicht schlecht gewesen, oder? So eine Minimap zu haben. Ein Monster hat sich an unserem Lieblingsplatz bereit gemacht. Was tun wir denn jetzt? Wir können eigentlich nur warten und hoffen, dass es woanders hingeht. Es wirkt fast so, als wollte das Monster irgendwas Wertvolles beschützen. Bloß nichts überstürzen. Überstürzen? Okay. Hey! Hey, was ist das da drüben denn so? Ist das etwa das Fernrohr, nach dem wir suchen? Oh, Lucky. Yahoo! Puffy! Angriff! Boah, C ist 10 Schaden, aber 5 Schub auf einmal, würde ich sagen. Jetzt haben die neuen Paarattacken roter Panzer und grüner Panzer ihren ersten Auftritt. Yeah, mit Paarattacken können Mario und Luigi gleichzeitig einen speziellen Angriff ausführen, der sehr mächtig sein kann. Sieht er, 96 Schaden kann er machen. Bringt dir das höchst einem Gegner gewaltigem Schaden zu. Während deiner Abenteuerreise wirst du auf weitere stoßen. Also 5 weitere? Oder warum sind da 5 ausgegraut? Ein paar Attacken machen es dir leichter, Gegner auf einen Schlag zu vernichten. Sie sind also nicht nur in Bosskämpfen groß nutzen, sondern auch bei den Noobs. Vor allem, wenn da viele sind. Viele Paar-Attacke werden aber BP benötigt.
Hast du nicht genug Brüderpunkte, musst du sie mit Sirup auffüllen. Und du kannst auch üben. In der PD. So, ein paar Attacken. Roter Panzer. Mare tritt mit A, Luigi tritt mit B. Kick den Panzer zwischen den beiden hinterher. Und los geht's. Ah, wie diese 3D-Ansicht. Ja, die hat was. Oh, das hab ich nicht erwartet. Bam! Oh, das ging viel schneller voran. Oh. Warum sah Mare Striker nicht so episch aus? Was zur Hölle? 50 Schaden. Nicht schlecht fürs erste Mal. Aber mit mehr Level-Ups kriegen wir das noch viel cooler hin. Da bin ich mir sicher. Geschafft. Gut aufgepasst. Wonderpilz DX. Einen Deluxe-Pilz. Ein Wonderpilz. Weil ich halte ja einen komplett ab nach dem Tod. Also Wonder ist ja dafür da, wenn man down geht, dass man sich dann wiederbeleben kann. Oh, warte mal, Luigis Panzer funktioniert ganz anders. Also der rote Panzer von Mario, der tut nur auf einen Gegner. Aber der grüne macht weniger Schaden, aber geht auf alle. Ah, der ist wieder klassische. Oha! Yeah! Boah. Okay, der grüne gefällt mir viel mehr. Er macht zwar insgesamt weniger Schaden auf die einzelnen Gegner, aber der verteilte Schaden ist ja eigentlich schon größer, kann man so sagen. Wow. Not bad. Bad. Not bad at all. Und du bist weg, Kollege. Man sieht sich. Hoffentlich hatten wir das Fernrohr. Und schau mal, was wir haben. Level 8. Endlich erreicht. Das bedeutet für uns ein neuer Rang. Wow. Good job. Erreichen sie bestimmte Level. Sie? So höflich. Erhöhen sich die Ränge der Brüder. Mit jeder Rangerhöhung werden neue Rangboni freigeschaltet, die Mario und Luigi stärker machen. Je höher sie aufsteigen, desto mehr Boni. Es gilt zu beachten, dass keiner der beiden Brüder alle Rangboni erhalten kann und dass ihre Auswahl unumkehrbar ist. Das haben wir schon, das habe ich schon befürchtet. Überlege dir bei der Auswahl der Rangboni gut, welche am besten zu den jeweiligen Stärken der Brüder und zu deinem Spielstil passen. Let's see here. Aha, danach kommt der Bumerang. Rang? Oder der Bumerang? Okay, der ist gut. Das ist ein guter Wortwitz. Der Bumerang. Dann Feuerblume, dann Blattrang oder Tanuki-Rang. Und Sternrang. 2, 3, 4, 5. 5 Ränge. Okay, so kennt man es ja eigentlich auch. Aber sonst waren es immer andere, glaube ich. Also den Bumerang gab es, glaube ich, vorher nicht. Schnell aufleveln. Gibt dir 20% mehr Erfahrungspunkte bei jedem Sieg? Das klingt nicht schlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wenn ich jetzt eins davon nehme, ob dann Luigi es auch nehmen kann. Ich glaube nicht. Aber wieso kann ich denn jetzt meine Sets nicht sehen? Das kann ich ja nicht entscheiden alles. Das schnell aufleveln klingt halt eigentlich geil, ne? Gibt dir 20% mehr Erfahrungspunkte bei jedem Sieg. Hm. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Er gibt dir eine zusätzliche Software Extras. Der ist gut. Der ist sehr, sehr gut. Ihr hört bei jedem Levelaufstieg Bart immer um 1, KP immer um 1, Geschwindigkeit immer um 1. Ich nehme die Rüstung. Ja. Das gefällt mir gerade am meisten. Hey! Oh, aber wir 15 also das nächste. Verstehe. Und wie sieht's aus mit Luigi? Jetzt können wir es herausfinden, ob das so stimmte. Mhm. Nee, hat seine eigenen Stots. Oh. Also ich kann euch jetzt schon sagen, diese KP, Bart, Geschwindigkeit plus Dinger, die kratzen mich jetzt nicht so sehr, die werde ich wahrscheinlich nicht nehmen. Also es ist wirklich nur entweder schnell aufleveln oder Ausrüstung plus. Aber das ist ja doch noch viel netter, als ich dachte. Weil ich wette, ich kann auch beim Bumerang dann auch noch welche von dem Cooper-Panzerrang auswählen. Nehmen wir Ausrüstung. Wenn ich es bei Mario schon genommen habe, macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt schnell auf Level für Luigi nehme. Also machen wir das so. Weil mindestens 2 Items tragen, finde ich schon sehr wichtig. Vor allem so früh wie möglich, damit wir auch so früh wie möglich mehr Schaden gegen Gegner machen. Außerdem können wir dann gleich auch nochmal bei Fabrizia einkaufen gehen. Noch mehr Items. Ach, da muss ich ja noch Sachen sammeln für. Was haben wir hier? I got it! Strom aus Fernrohr erhalten. Tatsache, da ist es sogar. Prima, dann bringen wir das mal zu Stromas. Musst du wirklich deinen Senf noch abgeben? Das war doch
so eindeutig. Aha. Ich weiß nicht, warum das hier übrigens ausgegraut ist. Wahrscheinlich sind wir da nie halt lang geschwommen, aber ist halt überhaupt nicht wichtig, weil da gibt es auch nichts. Obwohl, warte mal, wir müssen vielleicht sogar wirklich zurück ab und zu, weil wir sollen ja Sachen für unsere Kollegen holen, diesen Nebenjob. Okay, hier ist die Insel. Hier ist noch eine Insel. Hier ist noch eine Insel. Und hier, also vier Inseln bis zu... bis zur Riesen... bis zum Riesenleuchtturm, oder? Nee, die vierte Insel ist der Riesenleuchtturm. Ach, keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, was ich hier laber. Komm ich denn da hin? Ach, noch hier. Hilf mir. Oh mein Gott, ist das, was ich denke, was das ist? Nee. Zum... oh, ist es auf Zeit? Was soll man machen, Luigi? Ah, ihr teilt euch zum Einsammeln auf. Clever. Ich frage mich, wer mehr einsammelt. Das ist spannend. Was gibt's im Wettkampf? Okay. Bin ich Mario? Ja, oder? Okay, ich bin Mario. Juhu! Ich sammle das meiste Geld. Ist das aber nur just for fun, so ein Wettkampf, oder? Also warum sollten wir gegen Luigi kämpfen? Das ist doch unser Bro! Er ist mein Bro! Oh. Ich habe die großen Fische gesammelt. Das habe ich gewonnen. Gut gemacht, Bro. 199 Münzen? Warum nicht genau 200? Das kotzt mich jetzt an. Ach, Pusteblume. Was soll's. Ich schaue jetzt immer so oft auf die Map schau, aber es ist halt wichtig. Wenn wir jetzt hier oben lang gehen, da waren wir noch gar nicht. Rechts wäre aber noch eine Storyline. Was Neues zu erkunden. Das ist halt die Frage. Wir kommen da drüben auch wieder zurück, also würde ich erstmal nach oben lang gehen und mich erstmal hier in diesem Gebiet umschauen. Wenn ich ehrlich bin. So, oh, Gegner! Was? Das soll mich erwischt haben? Au, wie? Wann? Ja, das Blöde mit den Koopa-Panzern ist, die können natürlich nicht auf die fliegenden Gegner gehen. Also da müssen wir immer noch aufpassen. Aber seht ihr, wie viel Schaden wir jetzt auf einmal machen? Wie viel mehr Schaden vor allem? Nee, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Die fliegen ja. Ich springe mal auf den Bauch. Machen ja eindeutig jetzt mehr Schaden. Können sie sogar so schon mit besiegen. Bats! Okay, das noch nicht genau. Aber es wird schon noch. Mit der Zeit. Eine mit Weile. Bam. Man kann übrigens auch mit X und Y springen, habe ich gesehen. So, hätte ich jetzt zum Beispiel Y gedrückt. Das funktioniert auch scheinbar. Ich bin das beim Hammer immer gewöhnt, dass ich erstmal den Stick nach links drehe. Zu viel Paper Mario gespielt. Oh Mann. Da, Luigi, du auch. Bam, bam, zack. Und tschüss, tot. Oh yeah, fast gar nichts bekommen. Okay, gegen die kämpfe ich nicht nochmal. Ich wollte nur meine Stärke demonstrieren. Aber, ja, nein. Gegen die müssen wir nicht nochmal. Eine Pilze. Very good. Nein, du fliegst hier nicht hoch. Bleibst da schön unten liegen. Verstanden, Kollege? Geld, 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 Geld. Nein! Okay. Ein bisschen Geld zumindest noch weggeschnappt. Kommen wir da nicht hoch? Oh, man kommt hier wirklich nicht hoch. Ich dachte, das wäre so eine Verbindung. Nee, das ist nur ein kleiner Ort, um sich aufzustocken. Na schön. Wir haben übrigens schon sehr, sehr viel Geld mittlerweile. 900 Münzen. Das kann sich sehen lassen, würde ich behaupten wollen. That's not bad. So, okay. Da hier hatten wir da damals die Münzen eingesammelt. Die sind natürlich jetzt nicht mehr da. Ich glaube, jetzt sind wir angekommen, oder? Ah ne, ein bisschen weiter nach oben noch. Na schön. Nee, komm, das hier liegen. Das kleine Geldchen da, das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Aber hier oben will ich unbedingt mal hin. Was gibt's denn hier so Schönes? Was
Gibt's noch irgendwas? Nee, schau mal nicht. Ach, du bist sogar den, den wir suchen. Du bist hier sogar oben. Wie schrecklich. Da drüben ist jemand. Er fällt noch runter. Kann ihm denn keiner helfen? Und zwar schnell. Oh. Hilfe. Wellness geht vor. Wir sollen ihm helfen. Luigi. Oh ja. Yahoo. Okay, easy, easy. Verstehe, verstehe. Boing, boing. Lass uns erstmal umschauen. Nein, nein, warum? Was machst du? Warum? Was war jetzt der Sinn dahinter? Toll, Luigi, jetzt muss ich den ganzen Weg nur wegen dir wieder erneut gehen. Wenn du das nochmal machst, sehe das als eine Warnung. Keine Drohung, eine Warnung. Glaub mir, das wäre schlimmer gewesen, wenn das eine Drohung gewesen wäre. Dann hätte ich was anderes rausgezogen. Was ist das hier? Warte, müssen da nicht beide drunter stehen? Moment. Luigi, bitte. Mario, Luigi, Mario, Luigi. Bam, bam. Digga, bam! Mario? Luigi. Sorry, dass ich so schnell bin. KP-Handschuhe. Lass mal checken. Aber man kann nur einen Handschuh immer haben. Warte, Luigi hat keinen. Luigi kann den haben. Puh. Nicht schlecht. Kann man machen. Warte mal. Jetzt kann Mario auch noch was anderes tragen. Und zwar erste Runde Gürtel. 30% mehr Schaden auf den ersten Angriff. Den nehme ich mit. Warum nicht? Können wir machen. Und du? Also geh mit dir? Hey! Oh, tut mir leid. Ich hatte einen Albtraum, in dem ich am Abgrund meines Lebens stand. Am Abgrund stand es auf jeden Fall. Huch, was macht ihr denn da alle unten? Was? Oh je, was habe ich nur angerichtet? Ja, alles, tut mir leid. Ich wollte niemanden Scherereien bereiten. Wir alle gucken so. Mir geht's gut. Hab nur geschlafen. Wirklich alles in Ordnung soweit. Ach, nur ein Nickerchen? Für einen Lärm und gar nichts. Aber schön, dass es Ihnen gut geht. Puh, wie angenehm, oder? Kaum zu glauben, dass ich eigentlich eine große Nummer bin. Oder meine war. Früher habe ich in der Großstadt gearbeitet. Wenn ich durchs Büro ging, hörte ich überall: Guten Tag, großer Boss. Und Sie sind der größte großer Boss. Hast du wohl geträumt? Eines Tages, ich stand wie immer auf und wollte mich auf den Weg ins Büro machen. Da war Konnektane zerbrochen und ich kam nicht mehr in die Großstadt zu meinem Job. Na, und der nächste Schicksalsschlag folgte auf dem Fuße. Bald war ich so lange nicht mehr auf der Arbeit erschienen, dass sie mich gefeuert haben. Jetzt war jemand anderes dort, die große Nummer, und ich so klein mit Hut. Doch dann, wisst ihr, was mir meine Gattin dann gesagt hat? Zieh nicht so ein Gesicht, du liebst die Arbeit. Geh los und such dir eine. Harte Worte, aber ich wusste, dass sie recht damit hatte. Ich brauchte einen neuen Job. Noch am selben Tag bin ich losgezogen, um mich auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren. Und dann, auf dieser Insel, fand ich meinen absoluten Traumjob. Viel Bewegung, viel Schweiß, jede Menge frische Luft. Hier inmitten der freien Natur habe ich eine gute, gesunde und ehrliche Arbeit gefunden. Wenn diese Arbeit nur nicht so in die Knochen gehen würde. Ah, das meine ich ja. Gelegentlich wird mir die gesunde und ehrliche Arbeit einfach zu viel. Ob ich nach Capitabora möchte, um mal auszuspannen? Klar, wie kommt man da hin? Ich zeig's dir, hier ist eine Goldröhre. Oder nimm einfach die grüne da, die geht auch. Mit dieser Röhre gelange ich also auf jene Insel? Perfekt, danke. Ciao. Ernsthaft, ich bin wieder hier? Warte, wo bringt mich die Grüße? Grüße, genau. Die grüne Röhre. Ah, nee, ist perfekt. Ist tatsächlich sogar verpackt. Ich kann nicht mehr reden, ey. Oh Mann. Ja, nee, ich wollte sagen, es ist perfekt, weil wir sowieso hier lang müssen, um an diese beiden Orte zu kommen. Vielleicht können wir dann Dschungellook schon beenden, also schon abschließen. Oh, wollt ihr hier durch? Eigentlich schon, ja. Wo hatte eine Einbad, der eine 2 und andere 4. Ich fand sie etwas weiter, einen Blumengarten, aber ich bin noch nicht ganz fertig, es braucht noch ein wenig. Also du willst so aus Respekt gehen. So viel zu, du könntest jetzt schon abschließen. Nope. Das war's dann wohl damit. Boah, Luigi muss aufpassen.
Du musst wirklich aufpassen, nicht, dass die Gegner dich erwischen. Warte mal, können wir eigentlich alle auf einmal hier rausziehen? Das wäre doch ein lustiges Chaos. Versuch's mal. Das geht wirklich. Cool. Schnell, sammel sie ein, Lady, du nimmst den. Komm, mach den da. Ich nehme so lange die Münzen und das Sirup. Noch mehr. Wow. Yeah, und hier ist wieder Mario Luigi Münzen. Ja, Gott sei Dank. Oh. Boah, sind wir reich. Ich sollte wirklich mal Ausrüstung kaufen. Obwohl ich ja eigentlich schon genug habe. Zumindest das habe, was ich eigentlich haben wollte oder brauchte. Ups. Ja, die Kopf skippe ich euch. Yeah, easy going. Deshalb skippe ich euch auch die langweiligen Kämpfe von Gegnern, die wir sowieso schon 20 Mal besiegt haben. Weil da eh nichts mehr Neues aus uns stehen würde. Kann ich da bitte irgendwie hochkommen oder ging... Ja, man kann ja einfach rechts an der Seite hochjumpen. Okay. Mir fällt ein, wenn ich mal in die... Nein. Wenn ich mal in die Missionen schaue, dass wir diesen Auftrag jetzt eben machen könnten. Oh, warte mal, was? Ah, beide sind auf Capitabora. Können wir abschließen gleich. Okay, ich gehe eben ins Switzerland, kämpfe gegen ein paar Gegner, falls ich ein Level bekommen sollte. Zeige ich euch das. Okay, nachdem ich jetzt tatsächlich das Areal nochmal neu laden musste, also wirklich rausgehen in ein anderes Areal, dann nochmal reingehen ins Switzerland, weil so wenig von diesen Flügelviechern hier leben und mir jetzt so wenig gedroppt haben, habe ich jetzt endlich dreimal das Blatt bekommen und wir können zurück nach Capitabora die Mission abschließen und generell auch die anderen beiden Missionen jetzt eben abschließen und unsere Belohnung abholen. Beim nächsten Mal gehen wir dann auf diese neue Insel, die wir entdeckt haben. Da bin ich gespannt und schaut mal, da ist ja zum Beispiel er schon hier. Ach ja, danke für den Typ. Der Wind hier fühlt sich toll an. Noch tot hier. Wenn er doch nur noch gegen den Schmerz helfen würde. Mario, Luigi, alles klar, du meinst mein... Wisst ihr, ich will ja einen Spa aufmachen, in dem sich jeder mal entspannen kann. Wollt ihr vielleicht eine Testmassage? Wir sind nämlich noch kräftig am Rumprobieren. Aber natürlich, natürlich. Wie wär's, wollen wir uns nicht gemeinsam eine schöne Massage gönnen? Oder du arbeitest vielleicht bei der Massage lang? Oh, ouch, ja, da knackst du aber den Rücken. Ja. Hey, jetzt weiß ich, Rupp, nehmen wir mit. Wo immer das Wendels gewesen ist. Danke. Und Hallöchen, Fabrizia. Deine Anfrage. Ich hab das Glücksband. Hier, die Materialien. Wie abgemacht, es ist verbracht. Okay, dann schauen wir uns nochmal an. Belohnung, ein Glücksband. Ach, kriegen wir das einfach so? Nee, oder? Ja, schauen wir mal kurz im Laden. Glücksband. Erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen tollen Treffer um das 1,5-fache. Nicht schlecht, aber nein, danke. Und ich glaube nicht, dass wir es bekommen haben. Ich schaue jetzt auch mal extra nach. Was? Neue Items sind verfügbar? Ja, weiß ich doch. Ich schaue jetzt mal extra nach, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir es nicht bekommen haben. Wir haben es doch bekommen. Okay. Hä, warte mal, aber das erste Runde, den ersten Rundegürtel, den mussten wir doch extra kaufen, oder nicht? Hm, aber es scheint meine Sets nicht zu verändern. Das ist halt die Frage. Entweder erster Angriff 30% mehr Schaden oder ich erhöhe tolle Treffer um das 1,5-fache. Sind beide relativ gleich gut, wenn ich ehrlich bin. Schaden von Erstangriffen erhöht sich um 50%. Oder erhöht die Wahrscheinlichkeit. Ich mache einfach das für Luigi. Ich glaube, das könnte ihm tatsächlich ein bisschen mehr helfen, ein bisschen mehr bringen. Ja, warte mal, wo ist denn der... Ah, da, direkt da vorne, okay. Da bist du! Ich hatte gerade ganz kurz, der Hut von Coletta wäre ein Ausrufezeichen. Ich weiß auch nicht, warum. Ihr habt mein Fernrohr gefunden! Vielen, vielen Dank! Das vergesse ich euch mein ganzes Leben lang nicht. Ich muss gleich ausprobieren, ob es noch einwandfrei funktioniert. Bestimmt. Wie weit ich sehen kann. Ich bin echt froh, dass wir es für dich gefunden haben, Kumpel. Ja, dieses Fernrohr. Es weckt so viele Erinnerungen an meinen Vater. Oh. Sein armer Dad.
Vielleicht können wir ihn finden. Wer weiß? Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Oh, so genau, Katze. Auch heute keine Spur vom Connector. Ja, und der Connector kann weiterhin nicht fließen. Das Licht des Leuchtturms hier ist ebenfalls erloschen. Dasselbe gilt vermutlich für die Gigaleuchttürme. Was um alles in der Welt ist bloß geschehen? Ich mag kaum daran denken, doch ich fürchte, dem Connector ist ein Unheil widerfahren. Fürs Erste können wir nur hoffen, dass Peretta einen Weg kennt, das wieder ins Lot zu bringen. Oh, Peretta, du meinst die Vatanikerin? Genau diese Peretta. Wenn etwas mit dem Connector nicht stimmt, wird sie als Vatanikerin wissen, was zu tun ist. Saftos heißt der Vater, oh Mann. Es ist die Aufgabe der Vataniker, die Gigaleuchttürme erstrahlen zu lassen. Ja, toll gemacht, Coletta. Jetzt muss ich das machen. Was geschieht jetzt bloß? Wird unsere Held jemand wieder wie vorher sein? Eine Welt ohne Connector ist wie, wie du ohne Schnurrbart. Sind wir verloren? Gibt es gar keine Hoffnung mehr? Ich glaube, ohne Schnurrbart wäre ich nicht mehr ich selbst. Stromas, diese Situation ist wirklich nicht ungefährlich. Ohne ausreichend Connector werden die Lichter ausgehen und das wird üble Auswirkungen auf unser Leben haben. Bloß ein kleines Beispiel, aber stell dir nur vor, du willst einen Steckrettichkuchen backen, dann geht plötzlich der Ofen aus und dein Kuchen ist noch nicht einmal halb durch. Die Welt ist zerfallen und wir wissen nicht, wie es um den Connector oder um Peretta steht. Aber eins sollst du wissen, mein Sohn, nur wer den Mut verliert, ist wirklich erledigt. Es sind Zeiten wie diese, in denen man auch nach vorne blicken und weitermachen muss. Wir finden einen Weg. Wir sorgen dafür, dass der Connector wieder ungehemmt fließen wird. Du hast recht, Vati. Wir lassen ihn wieder fließen, keine Frage. Das ist mein Junge. Und jetzt zurück, Vati! Oha. Wow. Aber kleiner Stromas, hat es ein Trauma. Oh no. Und so geschah es, dass wir zu jedem Gigaleuchtturm gebracht wurden. Oh, jetzt weiß ich es wieder. Mein Vater, er steckte mich in diese Kapsel, um mir die Flucht übers Meer zu ermöglichen. Verstehe. Warum hat er es dann vergessen? Vielleicht ist er noch immer auf jener Gigaleuchtturminsel? Gehe ich mal von aus. Ja, so muss es sein. Wie er selbst sagte, in Zeiten wie diesen muss man nach vorne blicken und weitermachen. In diesem Sinne, auf zur nächsten Insel. Ich mag Stromas. Das ist auch einer meiner Favorites jetzt. Okay. Das Riff wartet auf uns, Freunde. Und ich hoffe, ich kann auf euch warten, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alle Missionen erledigt, die wir machen können. Und ich will kurz wissen, was wir bekommen haben. Stromas Linse haben wir bekommen. Ja, wo sind die? Da. Gewinnst du einen Kampf ohne Schaden zu erleiden, erhältst du 15% mehr Erfahrung. Gutes Item. Aber will ich zwei von haben, bevor ich es ausrüste.